Die erste Wahlrunde zum Staatspräsidenten in der Türkei liegt schon ein paar Tage zurück, aber heute will ich mit euch mal auf das Ergebnis der ersten Wahlrunde blicken. Und ihr habt sicherlich schon mitbekommen, dass es am 28. Mai eine Stichwahl geben wird zwischen Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan von der AKP und seinem ärgsten und schärfsten Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu von der CHP. Ja, heute interessieren wir uns aber noch nicht so sehr für die zweite Wahlrunde, sondern wir wollen einfach mal schauen, wie ist denn die erste tatsächlich ausgegangen. Und da blicken wir zunächst einmal auf die Wahlbeteiligung. Die lag in der Türkei bei 88,84% und im Ausland war sie zwar bedeutend geringer, aber immerhin haben mehr als die Hälfte der Auslandstürken, die wahlberechtigt waren, ihre Stimme abgegeben. Am Ende waren es 53,85%, was die Wahlbeteiligung der Auslandstürken betrifft. So, schauen wir uns jetzt mal an, wie die einzelnen Kandidaten abgeschnitten haben. Fangen wir mal mit Kemal Kılıçdaroğlu an, der von der CHP ist. 44,88% sind es am Ende geworden. Das ist am Ende des Tages doch auch enttäuschend für ihn, denn viele der Vorwahlumfrageergebnisse haben ihn auf Rang 1 gesehen und das ist eben nicht eingetreten. Kılıçdaroğlu hat auf Erdogan, zumindest wenn wir auf die erste Runde blicken, doch einen relativ beträchtlichen Rückstand. Wir werden nämlich gleich sehen, dass Erdogan gar nicht mal so weit entfernt war von der absoluten Mehrheit. Nichtsdestotrotz, Kılıçdaroğlu hat es in die zweite Wahlrunde geschafft. Er hat die Stichwahl erreicht und kann eben am 28. Mai Erdogan nochmal herausfordern. Und damit hat er zumindest etwas geschafft, was andere vor ihm nicht geschafft haben, nämlich Erdogan erstmals in eine Stichwahl zu zwingen bei einer Staatspräsidentenwahl. Ja, Muharrem İnce, das ist hier der zweite Name, den wir mit einem Ergebnis versehen sehen, hat ja kurz vor der Wahl seine Kandidatur zurückgezogen. Am Ende sind es 0,43% für ihn geworden. Ja, Amtsinhaber Erdogan von der AKP ist am Ende auf 49,52% gekommen. Es hat tatsächlich nicht ganz so viel zur absoluten Mehrheit gefehlt und er hat dann doch überraschend stark abgeschnitten, denn die meisten Vorwahlumfrageergebnisse haben ihn nicht so stark gesehen und schon gar nicht auf Rang 1 gesehen. Also insofern lief der Wahlabend für Erdogan gar nicht so schlecht. Er muss zwar erstmals in seine Stichwahl, das ist also insofern eine Veränderung zu vorigen Wahlergebnissen und zeigt auch, dass Erdogan an Beliebtheit verloren hat, aber er ist immerhin fast 5 Prozentpunkte immer noch vor Kılıçdaroğlu geblieben und geht mit einem guten Ergebnis in die zweite Wahlrunde. Wer bleibt noch übrig? Sinan Oğan. Er ist auf 5,17% der Stimmen gekommen, hatte zwar keine realistische Chance, in die zweite Wahlrunde zu kommen, aber seine Wählerinnen und Wähler könnten ja noch eine wichtige Rolle bei der zweiten Wahlrunde spielen, zumindest unter Umständen. Ja, schauen wir uns mal an, wie die einzelnen Provinzen abgestimmt haben in der Türkei. Wir sehen, dass Kılıçdaroğlu hier im Osten, im kurdisch dominierten Osten, vor Erdogan lag und gut abgeschnitten hat. Wir sehen, dass Kılıçdaroğlu auch in der Hauptstadt Ankara vorne lag und hier in der Westküste, auch in Istanbul und im Süden der Türkei, doch ziemlich gut abgeschnitten hat. Erdogan dagegen hat vor allen Dingen hier das Landesinnere dominiert und am Ende hat eben Erdogan, das seht ihr auch hier nochmal angegeben, die Nase doch relativ klar vor Kılıçdaroğlu gehabt. So, damit könnt ihr jetzt eigentlich dieses Video enden, aber ich will euch noch etwas anderes zeigen. Ich will euch mal zeigen, wie die Auslandstürken abgestimmt haben. Und zwar gibt es rund 1,8 Millionen gültige Stimmen der Auslandstürken und nach den Auslandstürken hätte Erdogan diese erste Wahlrunde schon gewonnen. Da hat er nämlich eine absolute Mehrheit erhalten mit 57,47%. Kılıçdaroğlu kommt dann nur auf 39,57% und Sinan Oğan hat auch deutlich schwächer abgeschnitten als insgesamt. Er ist nämlich nur auf 1,90% der Stimmen gekommen. Ja, und dann habe ich nochmal versucht, Länder rauszusuchen, in denen besonders viele Türken leben und auch gewählt haben. Und ich habe versucht, die Top 5 zu finden. Ob das jetzt wirklich die Top 5 ist, sei mal dahingestellt. Aber wir sehen zumindest das Wahlergebnis für Deutschland, Frankreich, Niederlande, UK, also für das UK und Österreich. Und wir sehen, Deutschland hat natürlich eine sehr große Community und hat sehr viele Auslandstürken. Ich glaube, weltweit auch die meisten, wenn ich das richtig sehe. Und ja, in Deutschland war das Wahlverhalten so, dass rund 2/3 der Auslandstürken, die eine gültige Stimme abgegeben haben, für Erdogan gestimmt haben. Genau sind es 65,49%. Ja, und auf Kılıçdaroğlu sind knapp 1/3 der Stimmen gefallen, nämlich 32,52%. Also auch nach den in Deutschland lebenden Auslandstürken wäre die Wahl nach der ersten Runde entschieden. Erdogan mit einer klaren absoluten Mehrheit, wie wir hier sehen können. Gleiches gilt auch für Frankreich, die Niederlande und Österreich. Im UK dagegen hat Kılıçdaroğlu sehr deutlich und haushoch die Nase vorne, aber wenn man sich anschaut, die gültigen Stimmen sind hier deutlich niedriger als in Deutschland. Also ist das ein verhältnismäßig schon fast unbedeutenderes Ergebnis für das Gesamtergebnis der Auslandstürken. Ja, damit
ende ich jetzt aber tatsächlich mit diesem Video. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, von wem ihr denkt, wer das Rennen machen wird in der zweiten Runde. Prinzipiell geht Erdogan mit einer guten Ausgangssituation in die zweite Runde. Ihm hat ja nicht viel für die absolute Mehrheit gefehlt. Und demzufolge ist es wohl für Erdogan ein leichterer Weg, die zweite Wahlrunde zu gewinnen. Aber schreibt doch gerne mal unten in die Kommentare, was ihr denn denkt, wie die Wahl ausgehen wird.